Mendoza und Cordoba haben sie sich hin verkrochen. Hier ist kein Aas mehr für sie, ihre Nester sind zerbrochen. Seht die Geier krächzen, kreisen, ihre Greisen, grauen Kreise sterben bei uns aus. Und tausend Schritte umspülen die Bastille, und deren Herrscher noch in faulen Polstern kleben, werden ein Schreck erleben wie noch nie. Wer tanzen will, der muss sich es erheben. Es gibt kein schöneres Leben nach dem Leben. Momentan la Produktion, es affair la Revolution. Chile bricht auf. Und sperren sie uns aus ihren schwarzen Geschäften. Chile wird kupferrot aus eigenen Kräften. Wir nehmen uns, was uns gehört, und wer uns unsere Kreise stört, der fliegt bei uns raus. Vorwärts, es treibt die Zeit, treibt die Revolution. Gegen den Boykott erhöht die Produktion. Wir beuten hier nur Buben aus, schmeißt die Kreisen Geier raus. Auch mit aller Produktion, es ist eine Revolution. Chile bricht auf. Allende, wir wollen ihm keinen Platz benennen, der nicht würdig ist, weil Leute ihn begehen, die frei sein wollen. Keine Straße nach ihm, wo der Asphalt noch Beine in den Magen hetzt, erbarmungslos. Wir wollen ihn behalten, doch nicht auf einem Geldschein. Er war ein Sekretär, wie Sekretäre sind, nur über seinen Schreibtisch ging das Volk. Er bearbeitete es mit Sorge. Ein Sekretär wohnt nicht im Nebel. Ein Sekretär schafft nicht in Pose. Seine Kraft, seine Macht ist anderer Leute Auftrag nur. Er blieb so ein Präsident, der nicht in den Palast gehörte. Ein Vater, der nicht prügelt. Ein Richter, der nicht straft. Ein Präsident, der nicht in den Palast gehört. Sie alle brauchen ihre Zeit. Wenn sie nun aber keine Zeit haben, darf ein Vater prügeln, um dann nie mehr zu prügeln? Darf ein Richter strafen, um die Ursachen der Strafen zu beseitigen? Was darf ein Präsident, der nicht in den Palast gehört, 7000 Kilometer hinter Washington? Den roten Fettsack erschoss gierig ein Junger, dessen Frau stand vorm Laden schlangenweiß. Nun geht es schneller mit ihr. Ihn zum Leben tragen aber werden die weiter warten, die weiter anstehen. Dass sie siegen, ist eine Frage. Dass sie bleiben, ist ein Gebet. Dass sie ihn aber mitnehmen werden zum Siegen, wenn sie siegen, das schwören sie ihm in die Erde hinein. Sein Leben war kein Nebel. Es soll nun auch keinen geben. Sein Tun, das waren keine Taten, lassen wir es dabei. Sein Handeln war kein Handeln. Das ist nicht immer richtig. Nun beginnt die Nacht mit Schießen, beginnt der Morgen mit Geschrei, und die Oberen wollen, dass es Herrgottsfrühe ist, endlich wieder. Der kalte Wind steht um Pablos Stirn. Er ist nicht kälter als der Morgen, der ihm in den Kopf trat, gestiefelt und gespornt zu immer neuen Köpfen. Sein Name aber ist allen. Sein Du ist an euch. Eure Köpfe, in die sie treten, eure Scheiben, in die sie treten, eure Milch, in die sie treten, eure Gruben, in die sie treten, eure Güte, in die sie treten, eure Friedfertigkeit, in die sie treten, und was dann bleibend fehlen wird, alleine, ist nur eure Friedfertigkeit. Eure Friedfertigkeit wird fehlen am Ende. Und tausend Schritte umspülen die Bastille, und deren Herrscher noch in faulen Häusern kleben, werden ein Schreck erleben wie noch nie. Der Tanz.
Pendel, er muss sich jetzt erheben. Es gibt kein schöneres Leben nach dem Leben. Aumentar la production, es hat mehr la revolution. Chile, richt auf!